Ich heiße Vernell Ehler. Ich bin 6 Meilen nördlich von Friedrichsburg geboren. Zu dieser Zeit waren die meisten Kinder noch zu Hause geboren. Und ich kann mich nicht erinnern, wo ich nicht beide Sprachen konnte, Deutsch und Englisch. Ich habe es zur selben Zeit gelernt. Und dann bin ich 3 Jahre bin ich nach einer Country-Schule gegangen. Und dann dann haben sie uns nach die Stadt geschickt. Und so habe ich dann fertig gemacht bei Friedrichsburg. Und ich bin hier in die Schule fertig gemacht und in die Hochschule. Und dann habe ich in die Stadt gearbeitet. Und dann für 3 Jahre. Und dann habe ich mich verheiratet. Und mein Mann und ich, wir hoffen, bis nächsten Monat sind wir 57 Jahre verheiratet. Und wir haben immer draußen aufs Land gewohnt. Wir haben noch nie in die Stadt gewohnt. Und wir hatten 3 Kinder gehabt, aber die sprechen kein Deutsch. Weil da waren, wo wir die Kinder hatten und die klein waren, haben wir nicht hier bei Friedrichsburg gewohnt. So haben die anderen Kinder, was die gekannt haben, die haben kein Deutsch gesprochen. So haben unsere Kinder das auch nicht gelernt. Und die sind dann auch alle fortgezogen jetzt nach anderen Plätzen, weil hier ist nicht viel Arbeit bei Friedrichsburg. So sind die alle weitergegangen. Die sind alle nach College gegangen und haben alle arbeiten jetzt in die Städte, wo sie mehr Geld machen können. Und so mein Mann und ich, wir haben immer draußen auf der Ranch gewohnt. Mein Mann hat für andere Leute gearbeitet, wo ein größeres Stück Land hatten. Und so haben wir Schafe und Ziegen und Vieh gezogen. Und wir haben immer noch Rambly-Schafe, die was man scheren tut. Und haben jetzt auch Ziegen, was gerade bloß für Fleisch sind. Wir haben sonst die Angora-Ziegen gehabt, aber da ist jetzt nicht mehr viel Geld rein. So haben wir jetzt Ziegen, was gerade bloß für Borg-Ziegen heißen die, und die sind gerade bloß für Fleisch. Und wo die Kinder klein waren, war ich immer zu Hause mit den Kindern. Und dann, wo die etwas größer waren, dann habe ich verschiedene Plätze in die Stadt gearbeitet. Und ich arbeite jetzt bei dem Pioneer Museum. Und haben hier die Geschichte von Friedrichsburg. Und so, wenn Leute kommen, dann nehme ich das Geld für Eintritt und Sachsen etwas von Friedrichsburg, von unserer Geschichte, und schicke sie raus. Und dann können sie selber nach dem Museum gucken. Und ich habe eine Schwester, und weil ich hatte bloß eine Schwester, waren bloß mir 2 Mädchen. Aber mein Vater hat bloß Mädchen gehabt, so haben wir früh jachten gelernt. So tun wir immer noch beide gern Herrschjachten. Meine Schwester kann jetzt nicht mehr jachten, aber die hat auch immer ein Maße gejagt früher. Und so. So. Und mein Vater im Ersten Weltkrieg war der auch im Krieg. Der war in Frankreich war der und ist wieder glücklich nach Hause gekommen. Und wo der im Krieg war, weil sein Vater und als mal seine Brüder haben als noch sich ein und anderen in Deutsch geschrieben. Und ich habe auch noch einen Brief von, was mein Vater geschrieben hat nach seinem Bruder, und das ist in Deutsch geschrieben. Und ich habe etwas harte Zeit für das zu lesen, aber das. Und mein Vater, der hat bloß 4 Jahre Schule gehabt, und der war das älteste Kind, und denn der hat einen Vater gehabt, weil er war etwas gekribbelt in sein Bein, und so muss mein Vater früh im Feld arbeiten und so, und für es zu helfen, hat 7 Geschwister gehabt,
Und so hat er bloß 4 Jahre Schule gehabt. Aber der konnte in Deutsch lesen und Deutsch schreiben. Und ich habe den sein kleines Buch, was der in die Schule gebraucht hat. Und an einer Seite, das eine Blatt war das in Deutsch geschrieben und an die andere Seite in Englisch. Und sind nicht all viele Leute, was Deutsch sprechen, Deutsch und Englisch sprechen konnten und schreiben und nicht länger in die Schule gegangen. Und so. Und wo ich aufgewachsen war, wir sind nicht nach einer Masse Dinger gegangen, aber sonntags waren wir immer in die Kirche. Und so da war nicht gefragt, wollen wir heute nach die Kirche gehen, wenn es sonntags war. Dann sind wir nach die Kirche gegangen, nach die Sonntagsschule und dann die Kirche. Und so waren sie mir aufgewachsen. Und das ist immer noch, und wir gehen heutzutage immer noch in die Kirche. Und das ist, zu uns ist das eigentlich wichtig, dass man an Gott glaubt und probiert zu tun, das Beste, was man kann. Als man, wenn Leute von Deutschland kommen, die meisten Leute von Deutschland können jetzt gut Englisch sprechen. Aber wenn welche Leute kein Englisch kennen, dann kann ich die immer noch eine Tour geben in Deutsch. Und wenigstens, wenn Leute von Deutschland sind, habe ich wenigstens kein Trubel für die zu verstehen. Wenn sie von Bayern sind oder von Bavaria, das kann ich nicht verstehen. Aber was das Hochdeutsch ist, habe ich wenigstens kein Trubel. I guess that's it.